Ich begrüße euch zurück an alter Wirkungsstätte, wo wir das letzte Mal beendet haben und ich einfach mal die Zeit so perfekt abgepasst habe. Also, das nenne ich mal Zeitgefühl. Und wir befinden uns hier gerade in Tauberbischofsheim, wo wir in der letzten Folge ja schon noch die zusätzlichen Buslinien dazu gebracht haben. Oder hier zumindest eine und in anderen Städten auch neue Linien dazu gemacht haben. Einfach um hier wieder neue Linien für unsere Städte zu haben. Und hier ist das dringend nötig. Wobei, naja, hier unten nicht ganz so dringend, aber trotzdem schon nötig. Wittstock hat nämlich auch noch einen Bus. Da machen wir nämlich jetzt auch gleich drei draus, würde ich denken. Wittstock plus 1. Weil einmal hier drüben und einmal hier unten. Also, fahren wir los. Fahren wir hier durch. Dann einmal hier dazwischen noch eine Haltestelle. Dann gleich mal den Ausschlenker hier oben rum, hier gleich wieder runter. Dann hier zum Bahnhof, dass man da schon mal den Übergang hat. Und dann einmal hier so zurück. Und dann passt das. Und der andere Linie, genau, fährt dann hier unten rein. Hier rum, hier hoch, hier so rum. Und fährt dann... Da kann ich eigentlich zur gleichen Haltestelle, dann zur gleichen Endstelle fahren. Von hier nach da, hier rum. Einmal den Schlenker hatte ich gesagt. Und dann hier wieder zurück. Du bist Wittstock plus 2. Und dann noch eine neue Linie, auch von hier. Dann gleich in die Gegenrichtung und hier wieder zurück. Du bist der Wittstock Bus 3. Und dann brauche ich jetzt nur noch Fahrzeuge hier draufsetzen und dann hat sich die Geschichte hier auch erledigt. Also brauchen wir ein Fahrzeugdepot. Wittstock Bus 2 nach dem... So, Wittstock Bus 2 und dann nochmal hier ein paar mehr auf Wittstock Bus 3. Auf geht's, liebe Leute. So, wie sieht's denn in Haldens Leben mit den Bussen aus? Achso, das hatte ich ja hier schon geguckt. Friedberg hatte ich ja auch schon geguckt wegen den Bussen. Das sah aber auch ganz gut aus. Und hier haben wir auch noch eine Linie, genau, die hatten wir auch gemacht. Da sind wir durch. Oder? Habe ich dich vergessen? Ich glaube, ich habe dich vergessen. Nee, hier habe ich auch schon eine neue Linie gelegt. Dann sind wir durch mit den Bussen. Die Busse machen erstaunlicherweise richtig viel Minus. Und wer hätte das gedacht? Wie immer. Eigentlich. Unsere Zuglinien. Ja gut, der Lauterbach-Zug macht noch Minus, das ist verständlich. Mein IC1 macht Plus, das ist schön. Die Güterzüge machen auch Plus, das ist auch gut. RE1 macht noch ein bisschen Minus, das ist verständlich. Da ist ja auch noch nicht allzu viel los auf der Strecke. Der RE2, der läuft gut zwischen Bonndorf und Friedberg. Jetzt muss ich erstmal gucken, Bonndorf und Friedberg, wo sind die? Ach, das ist der... Bonndorf und... Achso, das ist der über... Der RE2, ja genau, das ist der, den hatte ich ja verlängert. Der macht gut Plus. Okay, was heißt, der macht gut Plus? Der macht gut Plus. Der macht wirklich gut Plus hier. Unser RE3 zwischen Haldensleben und Greding, 45 Millionen. Der Olfenzug, der RE4 macht auch gut Plus entsprechend. Was ist eigentlich mit meinem RE5? Habe ich gar keine RE5? Ich habe einen... Doch, ich habe einen RE5. Wo ist mein RE5? Achso, den sehe ich hier auf der Liste nicht. Deswegen. Deswegen, der RB1 macht auch noch Minus, aber das ist verständlich, weil diese Zwischenlinien, die laufen ja erst noch an. So. Der macht gut Plus, der macht auch gut Plus und der RE5, der macht auch noch ganz gut Plus. Aber hier der RE3, der läuft, würde ich sagen. Achso, das ist Olfen. So muss ich die Karte drehen, dass ich wieder richtig bin. Sonst weiß ich irgendwie nicht ganz, wie
was wo. Ich muss da mal meine spezielle Kameraeinstellung haben. So, du fährst nicht ganz so voll. Wie voll bist du? Auch nicht 100% gefüllt. Irgendwo hatten wir doch hier wieder so eine Stelle, wo es wieder übelst voll war. Und der kommt schon komplett gefüllt an. Du fährst auf jeden Fall komplett gefüllt ab. Wie sieht es mit dir aus? Und mit dir? Du kommst voll an. Komplett voll. So, du kannst auf jeden Fall gut Leute mitnehmen. Du auch noch. Der fährt nicht voll los. Der allerdings schon. Und du wirst auch voll... Achso, du lädst noch aus. Die laden so viele Leute hier aus. Das ist der Wahnsinn. Oh, nahezu zeitgleiche Ausfahrt. Auch was Schönes. Ja, du fährst auch nicht voll los. Und hier kommt der nächste an. Der ist allerdings auch nicht ganz voll. Und hier ist... großes Warten Richtung der E3 Richtung Wittstock. Ist hier immer schon komplett voll. Der RE3 Richtung Wittstock. Mein lieber Zug, du bist zu voll. Ja, es warten auch schon 100 Leute, 108 Leute. Ja, das ist schon nicht so einfach. Ich habe hier ja theoretisch noch ein Gleis frei. Ich könnte ja sagen, okay, ich lege hier jetzt noch eine IC-Verbindung an, die hier noch hinfährt. Die quasi die Strecke mit benutzt und dann hier runterfährt. Von hier oben aus. Könnte ich ja auch noch machen. Oder eine zusätzliche RB auf der Strecke hier, die da noch mitfährt. In die Richtung. Die dann auch noch hier drüben das mit benutzt, das Gleis hier. Allerdings habe ich hier kein Gleis frei. Das ist dann doof. Den müsste ich dann bis hier oben fahren lassen. Dass der hier durchfährt und dann bis da oben hinfährt. Heißt, der müsste quasi hier auf das Gleis außen. Dann müsste er von hier aus, aufs Mittelgleis, müsste ich hier durchfahren. Von hier aus dann hier rüber, um dann hier hinzukommen. Wobei er dann auch auf dem Außengleis ist. Was ihm auch nichts bringen würde. Also müsste ich hier auf das Gleis, dann müsste ich hier innen, dann müsste ich hier durchfahren. Ja, dann müsste halt immer durch den Bahnhof hier durch, wodurch es auch sich stauen könnte dann. Aber das mache ich nicht. Sowas mache ich nicht. Das ist mir zu verrückt. Viel zu verrückt. Ein TGW. Jetzt könnte man in der Tat überlegen, die ICs anlaufen zu lassen. Weil ein IC ist dann doch schon mal was anderes. Der ist, ein TGW ist dann doch schon mal eine Stufe höher. Hm, muss ich mir gleich mal anschauen, das Ganze. Wie ich das mache. Ich weiß gar nicht, haben wir unsere IC-Linien schon gelegt? Ich glaube nicht. Ja, der IC ist an sich nur so vorhanden. Dann gucken wir mal. Der IC hält ja da. Wo sind wir gerade? Wir sind in Putbus. In Putbus, Putbus. Das ist das mit P. Putbus. Der IC soll sogar in West halten. Er soll sogar hier noch halten. Okay, gut. Dann sind wir so nett und lassen den auch in West halten. Dann fährst du da rein. Nach Bonndorf. Fährst nach Friedberg. Dann hier hin. Achso, und hier bist du dann am Ende deiner Strecke angekommen. Und fährst wieder zurück. Hier über die gesamte Strecke. Hältst wieder hier. Gleich mal gucken, dass alles richtig ist. Hältst wieder hier. Einmal wieder durch den Berg zurück. Dann nochmal in West halten und dann oben wieder nach Putbus. Du wärst dann quasi der IC... 2 zwischen Putbus Bonndorf Tauber Bischofs Heim, das wir jetzt so langsam ausschreiben, und Aldensleben, dass wir das quasi alles hinschreiben, wo der hält, weil es halt der IC ist. So, hätten wir das also soweit.
dann müssten wir jetzt, dann werde ich den anderen gleich auch mal machen. Wenn wir jetzt einmal den... So... Von hier... Nach da... Ach, wie schön, wie der direkt hier sagt, okay. Er hat nur bis hierhin, deswegen mache ich das gleich da drüben auf das Gleis. So, du sollst aber hier hinfahren, nach Greding. Ach so, nee, stopp. Greding und dann hier unten hin. Hier rein. Interessant, wir haben hier sofort das zweite Gleis auswählt hier, das Innengleis. Weil ja auf dem anderen schon eine Linie sitzt. Zurück, zurück. Putbus, Deggendorf, Greding, Winsbach, Greding, Deggendorf, Putbus, genau. IC1 zwischen Putbus, Deggendorf, Greding, Winsbach. Natürlich auch in Weiß. Und natürlich hältst du hier auch auf den entsprechenden Gleisen. Hier logischerweise dann auf dem Gleis, weil du hier dann nach außen fährst auf das. So ist es richtig. Oder ist es so richtig? Nee, ich will dich ja eigentlich auf dem Gleis haben. Weil hier musst du ja dann wieder rüberfahren, richtig. Ich möchte dich hier in... Was bist du in Greding? Greding Gleis 1. Genau, so ist richtig. Greding Gleis 1. Und nee, warte mal. Greding, ich lasse dich doch mal auf Gleis 4, war das? Da könnte ich nämlich durchaus sagen, okay, ist das ein Kurzläufer, der dann fährt? Nur zwischen Greding und... Das ist quasi der IC1E. Und das andere der IC1 komplett quasi dann. Und dann macht das auch Sinn, dass ihr hier unten zwei nach dem Autosave. Dankeschön. Dass ihr hier zwei verschiedene Gleise nutzt. Genau, das macht dann auch Sinn. Dann wird das andere jetzt der IC1E. Zwischen Winsbach und Greding. Ich tausche das nur um, damit die Reihenfolge quasi so ist, wie wie ich das gerne hätte. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, was wir noch für schöne Züge haben. Also nicht, was wir für schöne Züge haben, was der IC, den wir hier draufsetzen, also unser TGV, der es dann wird, so alles kann. Ich habe ja das Problem sein sollte, Triebwagen. So, TGW lang. Kann 300 fahren. Die Frage ist, wie lang bist du denn? Ich kaufe den jetzt mal. Kostet mich zwar einiges, aber ich kaufe den jetzt mal. Du bist 280 Meter lang. Wenn ich jetzt zwei von dir kaufe, das wäre zu lang. Wenn ich jetzt einen kurzen kaufe, 130. Das würde gehen. Da hätte ich 100... 60 plus 70 bin ich bei weniger als 256. Das sind zwei drauf, sind das 66, sind das 236 und da hatte ich hier 256. Nee, also mache ich nur den ganz langen hier drauf dann jeweils. So, muss ich eben nur immer an die Endstellen gehen. Richtig, aber ich würde sagen, die TGVs setzen wir dann in der nächsten Folge hier drauf. Also bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, bleibt mir noch zu sagen, tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.